2,8 Milliarden Coffee-to-go-Einwegbecher und 320.000 pro Stunde, die nur in Deutschland genutzt werden. Dann kann man doch das Geld auch irgendwie anders sinnvoll in Mehrwegsystemen investieren. Eigentlich haben wir die Pfandflasche genommen und daraus einen Pfandbecher und eine Pfandschale gemacht. Ich erhoffe mir sehr, dass Menschen verstehen, wie viel Müll wir eigentlich tagtäglich produzieren und dass nachhaltiges Unternehmertum funktioniert. Also gerade jetzt in diesem nachhaltigen Startup-Sektor gibt es einfach so viel kreative neue Ideen, die wir auf LinkedIn sehen. LinkedIn ist eine Plattform, auf der wir konstruktiv diskutieren können über das, was wir tun. Und auf die Art und Weise auch Dienstleistungen und Produkte schaffen, die im Endeffekt dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft nachhaltiger wird.